weiß, dass Varane gefährlich zu sein scheinen. Sie sind räuberische, blutdürstige Kreaturen, die Gift ausstoßen. Schildkröten hingegen scheinen harmlose, langsame Tiere zu sein, die sich in ihrem Panzer verstecken, sobald sie sich bedroht fühlen. Das scheint jedoch ein Missverständnis zu sein. Schildkröten können sich tatsächlich selbst verteidigen. Im Jahr 2018 machte ein Mann aus St. Tammany Parish, Louisiana, eine schockierende Entdeckung, als er eine Alligator-Schnappschildkröte in einem örtlichen Fluss gefangen hat. Aber es ging nicht um die Schildkröte selbst, die einfach nur gefangen wurde, sondern um das, was danach geschah. Als der Mann seinen Fang aufschnitt, um ihn zu kochen und zu essen, fand er einen Finger in der Schildkröte. Einen menschlichen Finger, von dem er keine Ahnung hatte, wie er dorthin gekommen war. Der Mann rief die Polizei an. Die Polizeibeamten begannen ihre Suche nach der Antwort, indem sie die Schildkröte und das, was in ihr steckte, untersuchten. Sie suchten auch in dem Fluss, in dem die Schildkröte gefangen worden war, nach Spuren, aber fanden nichts. Wie ist die Schildkröte in den Fluss gekommen? Warum befand sich ein menschlicher Finger im Inneren des Tiers? Und wo zum Teufel war der Rest vom Mensch? Aber wisst ihr, ich habe eine Idee, wie so etwas überhaupt passieren konnte. Du wirst es auch sehen, wenn du das hier hörst. Kürzlich hatte eine ältere russische Touristin eine schreckliche Begegnung mit einer Meeresschildkröte in einem beliebten Urlaubsort in der Türkei. Die Frau schwamm etwa 3 Meter vom Ufer entfernt, als etwas nach ihrem Hintern griff und versuchte, sie unter Wasser zu ziehen. Die Frau dachte, es sei ein großer Fisch und konnte sich nicht wehren. Das Wesen zerrte sie tief nach unten. Irgendwann ließ das Tier die Frau los, kehrte dann aber zurück und biss sie noch fester. Ein Rettungsschwimmer, der den Angriff bemerkte, schrie die Schildkröte an, fuchtelte mit den Armen und schaffte es, sie zu verscheuchen. Das Opfer war jedoch bereits in die Finger, die Hüfte, die Beine und das Gesäß gebissen worden. Die Schildkröte wurde später als unechte Karettschildkröte identifiziert, ein großes Unterwasserreptil, das bis zu Hunderte von Kilo wiegen kann. Diese Schildkröten sind Allesfresser und ihre kräftigen Kiefer ermöglichten es ihnen, den Panzer ihrer Beute mit Leichtigkeit zu knacken. Es ist natürlich seltsam, dass die Schildkröte eine Touristin und nicht eine Krabbe angegriffen hat. Aber diese Schildkröten sind dafür bekannt, aggressiv und territorial zu sein. Schildkrötenexperten sagen, dass die Reptilien Menschen angreifen, die in ihren Lebensraum eindringen, und dass sie sogar im flachen Wasser gebissen werden können. In den letzten 2 Wochen gab es 11 Angriffe von Meeresschildkröten in derselben Gegend. Sie sind aber nicht die einzigen Tiere, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Eine 12 Jahre alte Schildkröte namens Timmy verbrachte die meiste Zeit ihres Lebens in einem Glaspanzer, bevor man sich erbarmte und sie in den Garten entließ. Wer konnte bitte ahnen, wozu das führen würde? Die langen Jahre, die er in dem winzigen Aquarium verbrachte, wirkten sich auf Timmys Verhalten aus. Und er entdeckte plötzlich den Wunsch, sein Revier zu verteidigen. Ja, du hast es schon erraten. Der riesige Garten wurde zu seinem Territorium. Und es ist eine Sache, wenn eine Schildkröte im Garten patrouilliert und ihren Kopf ins Spielzeug rammt. Wenn es nur darum ginge, würde dieses Verhalten sogar abgemahnt werden. Aber wenn sein Besitzer ihm zu nahe kommt, jagt Timmy ihn und beißt den Mann in die Füße. Timmy wurde so aggressiv, dass seine Besitzer gezwungen waren, Kinderpartys abzusagen, weil sie Angst hatten, dass ihre kleinen Gäste von einem Haustier angegriffen werden. Das Tier hat ein fieses Temperament und greift buchstäblich alles an, was sich bewegt oder stillsteht. Aber das Schlimmste ist, dass Timmy wahrscheinlich 100 Jahre alt werden wird, also gibt es keine Möglichkeit, ihn loszuwerden. Stell dir vor, du hast eine Schildkröte von deiner Großmutter geerbt und die will dich umbringen. Außerdem können sich Schildkröten an dich heranschleichen, wenn du es am wenigsten erwartest. Nun, ich meine, sie tun es sehr langsam, aber es scheint, als ob diese Tiere buchstäblich überall zu finden sind, solange der Ort nicht zu kalt ist. Zum Beispiel wurde eine Alligator-Schnappschildkröte einmal in Sydney Seaward gefunden. 6 Gemeindemitarbeiter mussten einen kleinen Kran benutzen, um das riesige, schwere Reptil an die Oberfläche zu ziehen. Der australische Reptilienpark in Sydney glaubte, dass die Schildkröte zu einer Gruppe von Babys gehörten, die 1970 aus dem Park gestohlen wurden. Man geht davon aus, dass die Schildkröte seit vielen Jahren in den Wasserläufen und dem Abwassersystem von Sydney lebt und dass es dort jetzt eine ganze Schildkrötenfamilie gibt. Ja, du hast es richtig verstanden. Riesige und beißende Schildkröten, die Ratten und streunende Katzen fressen. Oh nein! Meine schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Wir können nur hoffen, dass die Reptilien nicht auf den Geschmack von größerer Beute kommen. Sonst müssten wir einen Weg finden, uns irgendwie gegen sie zu verteidigen. Selbstverteidigung, wenn man von einer Schildkröte angegriffen wird, klingt nach völligem Unsinn. Aber genau das soll einem Polizisten in Uganda passiert sein. Ein Polizeibeamter saß ruhig in seinem Haus und genoss eine Tasse Kaffee am Morgen.
als plötzlich eine große Schildkröte hereinkam und ihn angriff. Der Mann versuchte, sie zu verscheuchen, aber die Schildkröte verhielt sich sehr aggressiv und wich nicht zurück. Und das, obwohl der Beamte einen Stock in der Hand hatte. Am Ende hatte der Beamte keine andere Wahl, als das Reptil zu erschießen. Ja, in Notwehr, weil die Schildkröte ihn einfach nicht in Ruhe lassen wollte. Und das hat mich an etwas erinnert. Was ist mit der Schildkröte, die den Tigerhai angreift? Der Hai hatte natürlich keine Waffe, aber er ist tatsächlich einer der größten und gefährlichsten Fische im Meer. Tigerhaie können bis zu 5,50 Meter lang werden und bis zu 1500 Kilogramm wiegen. Auf jeden Fall hatte das gefangene schwangere Haiweibchen diese Proportionen. Tigerhaie haben den Ruf von Monstern, die buchstäblich alles fressen. Ihre Kiefer sind mit hunderten von rasiermesserscharfen Zähnen gefüllt, die sich durch die härteste Beute schneiden können, sogar durch den Panzer von Meeresschildkröten. Aber junge Tigerhaie sind klein, unerfahren und naiv, sodass sie es viel schwerer haben, mit solcher Beute umzugehen. Und mit viel schwerer meine ich, dass bei einem Zusammenstoß mit einer Schildkröte der Hai mehr verletzt werden kann als die Schildkröte selbst. Wenn sie in die Enge getrieben wird, kann die Meeresschildkröte zurückschlagen, indem sie ihren scharfen, brechenden Schnabel einsetzt. Die Schläge der Meeresschildkröte können wirklich brutal sein. In einem Fall stand ein junger Tigerhai einer erwachsenen Meeresschildkröte gegenüber, die nicht aufgeben wollte. Sie biss mit ihrem kräftigen Schnabel in den verletzlichen Kiemenschlitz des jungen Hais, was dem Raubtier schreckliche Schmerzen bereitete. Schließlich lernte der Tigerhai seine Lektion und floh von der Bildfläche. Ich glaube, die Schildkröte war sehr zufrieden mit sich selbst. Ein ähnlicher Fall wurde im Dezember 2022 vor der Küste eines abgelegenen Strands in Westaustralien gefilmt. Eine kleine, unechte Karettschildkröte forderte einen Tigerhai zu einem Kampf heraus. Über 10 Minuten hinweg gelang es dem Reptil, allen Angriffen des Hais mit erstaunlicher Geschicklichkeit auszuweichen. Schließlich, nach mehreren Versuchen, nicht lebendig gefressen zu werden, tat die Schildkröte etwas Erstaunliches. Sie drehte sich so, dass sie den Schwanz des Hais mit ihrem Maul packen konnte. Das reichte aus, um das Raubtier davon zu überzeugen, woanders nach einem leichten Opfer zu suchen. Was kommt bitte als nächstes? Eine Alligatorschnappschildkröte, die einen Alligator angreift? Diese riesige Kreatur ist eine der schwersten Süßwasserschildkröten mit einem Panzer, der bis zu 80 cm lang und bis zu 80 kg schwer sein kann. Aber es ist nicht nur ihre Größe, die sie so einschüchternd macht. Alligatorschnappschildkröten sind furchterregende Gegner. Diese Schildkröten sind an Land ziemlich langsam und können nicht vor Raubtieren weglaufen oder sich im Wasser verstecken. Außerdem ist ihr Körper im Gegensatz zu den meisten anderen Schildkröten zu groß, um vollständig in ihrem Panzer zu passen. Das bedeutet, dass sie sich auf andere Methoden verlassen müssen, um sich zu verteidigen. Kurz gesagt, sie fliehen nicht, sie kämpfen. Und da ist noch etwas. Im Frühjahr liefern sich die männlichen Alligatorschnappschildkröten heftige Kämpfe, um ihr Revier zurückzuerobern. Sie kämpfen und schubsen sich mit lauten Zischgeräuschen, bis einer von ihnen aufgibt oder sich ins Wasser zurückzieht. Insgesamt handelt es sich um eine verdammt gefährliche Art, bei der du immer so vorsichtig wie möglich sein solltest. Alligatorschnappschildkröten sind nämlich dafür bekannt, dass sie sich durch einen Besenstiel beißen können. Natürlich haben diese Schildkröten auch schon Menschen gebissen, obwohl es keine gemeldeten Todesopfer durch diese Bisse gab. Du erinnerst dich noch an die Schildkröte, die mit einem menschlichen Finger im Magen gefunden wurde? Denk einfach mal darüber nach. Diese Schildkröten sind so stark, dass nicht einmal ein Alligator mit ihnen fertig werden kann. Ein Alligator ist sogar die Art von Raubtier, die du lieber meiden würdest. Das weißt du bestimmt selbst. Alligatoren sind stark. Sie haben einen kräftigen Biss und so weiter. Aber selbst ein mächtiger Alligator könnte es nicht mit einer Schildkröte aufnehmen. Erstaunliche Fotos haben einen Kampf zwischen einem 1,80 Meter langen südamerikanischen Alligator und einer Schildkröte festgehalten. Trotz seiner Kraft und seiner Fähigkeit, mit unglaublicher Wucht zuzubeißen, konnte der Alligator den Panzer der Schildkröte nicht knacken. Auf keinen Fall. Nach einem 15-minütigen Versuch gab er schließlich auf. Die Schildkröte blieb nach der Begegnung mit einem der gefährlichsten Raubtiere in freier Wildbahn völlig unversehrt. Im Grunde steht fast jeder, der Schildkröten jagt, vor ähnlichen Problemen. Es ist fast unmöglich, diese Schildkröte zu überwinden. Experten sagen, dass die Stärke des Panzers von der Größe des Tieres abhängt. Aber sie sind sich auch einig, dass Schildkröten sich speziell entwickelt haben, um sich vor Raubtieren zu schützen. Und du weißt, dass sie das gut gemacht haben. Nicht einmal ein Monster wie eine Anaconda kann eine Schildkröte zum Mittagessen bekommen. Zumindest nicht immer. Als ein 61-jähriger Fotograf durch die tropischen Ebenen von Los Ganos in Venezuela fuhr, hatte er das Glück, Zeuge eines erstaunlichen Kampfes zwischen einer Anaconda und einer Schildkröte zu werden. Der Mann machte Fotos von diesem epischen Kampf, der sogar mehrere Minuten lang dauerte. Der Kampf war wirklich episch.
Die Anaconda packte ihre Beute im Wasser und versuchte ihr die Luft auszudrücken. Aber der zähe Panzer der Schildkröte schützte sie. Wenn ich es mir so recht überlege, war das eine ziemlich seltsame Art, eine Schildkröte zu erlegen. Vielleicht hatte die Anaconda sie noch nie zuvor gejagt. Der Fotograf entschied schließlich, dass die Schildkröte in Gefahr war und unter Wasser ersticken könnte. Also schritt er ein und rettete das Tier. Allerdings, wenn man bedenkt, dass Süßwasserschildkröten ihren Atem durchschnittlich 20 bis 60 Minuten lang anhalten können, besteht eine gute Chance, dass die Schildkröte auch ohne menschliches Eingreifen überlebt hätte. Die Anaconda würde trotzdem ihr Abendessen verlieren. Übrigens, haben wir dir schon einmal erzählt, dass Schildkröten keine Probleme damit haben, giftige Quallen zu fressen, die sogar einen erwachsenen Menschen töten können? Naja, jetzt weißt du's. Aber Wissenschaftler haben noch etwas anderes entdeckt. Schildkröten können Karate. Meeresschildkröten gehören zu den ältesten Lebewesen der Erde. Kein Wunder also, dass sie im Laufe der Jahrmillionen eine Reihe von Anpassungen entwickelt haben, die es ihnen ermöglicht, sowohl an Land als auch im Meer zu überleben. Die Schwimmflossen sind eine dieser Anpassungen. Sie sind eigentlich nur zum Schwimmen gedacht und Wissenschaftler dachten bisher, dass das Gehirn der Schildkröten zu klein ist, um sich andere oder komplexere Bewegungen auszudenken. Neuere Forschungen haben jedoch das Gegenteil bewiesen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Schildkröten ihre Brustflossen als Werkzeug benutzen, um ihre Beute anzugreifen und festzuhalten, wie zum Beispiel Quallen, die sie im Karate-Stil zerhacken, bevor sie sie ganz verspeisen. Das Forschungsteam beobachtete auch andere Arten, wie Meeresschildkröten ihre Flossen einsetzen, wie zum Beispiel beim Spielen mit dem Futter und beim Greifen nach Korallen oder um Schwämme loszubekommen, die sich an ihrem Gesicht festhalten. Natürlich taten die Menschen sofort das, was Menschen am liebsten tun. Sie kategorisierten alles, was Schildkröten mit ihren Flossen machen. Am Ende kam eine Liste heraus, die aus Festhalten, Graben, Schlagen, Werfen und dem Einsatz der Flossen als Hebel besteht. Ich meine das ernst. Außerdem wurden die Schildkröten dabei beobachtet, wie sie sich nach dem Fressen die Finger lecken. Okay, eigentlich haben sie ja gar keine Finger. Sie lecken sich nur die Flossen ab. Haben Sie schon mal was von der Unterwasseretikette gehört? Wahrscheinlich nicht. Bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Und wie immer, schreibt mir Kommentare, sonst wirst du von einer Schildkröte gebissen. Auf Wiedersehen.